Damit würden wir zum nächsten Vortrag kommen. Wir bleiben in den Lebenswissenschaften, wir bleiben auch so ein bisschen bei der Perspektive eines Verlages. Herr Korwitz hat es gestern bereits angesprochen, dass die ZB Med hier seit längerem mit GMS einen Open Access Verlag betreibt und auch der macht sich Gedanken mit seinen Journals, wie er die Zugänglichkeit von Forschungsdaten fördern kann. Das wird uns Frau Katja Bletsch jetzt in Ruhe erklären und insbesondere auch über die Kooperation mit Triad, einem Data Repository, sprechen. Das haben wir gerade auch schon im Vortrag von Herrn Pulverer gehört. Ich nutze das noch ganz kurz für einen ganz kurzen Werbeblock für refreedata.org. Wenn Sie beispielsweise wissen wollen, was es mit diesem Data Repository Triad auf sich hat, dann können Sie sich das hier in refreedata.org anschauen und Sie sehen dann relativ einfach eine kurze Übersicht über dieses Data Repository, in dem Sie beispielsweise sehen, in welchen Disziplinen das Data Repository zugeordnet ist, was das für Inhalte zugänglich macht, was für Institutionen dahinter stehen, unter welchen Lizenzen auch die Daten zugänglich gemacht werden, was es da für Policies gibt und ähnliches. Ist das für den einen oder anderen von Ihnen, der auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler beim Data Sharing betreut, oder begleitet und so weiter von Interesse. Dankeschön. Damit übergebe ich das Wort an Frau Bletsch. Ganz beeindruckt von dem Vortrag eben. Es geht jetzt doch wieder so ein bisschen ins Einfache und auch ins Günstigere Publizieren zurück. Ich denke, das muss man auch immer ein bisschen im Hintergrund behalten bei dem Vortrag, dass eben die Rahmenbedingungen, unter denen wir arbeiten, eben doch auch ganz anders sind. Soll aber tatsächlich in erster Linie, also nicht so sehr um GMS, sondern schon in erster Linie auch um Dryad gehen. Und wie wir das aber natürlich machen. Ja, ZBMed erkennt natürlich eben auch diesen Bedarf, dass Open Access eigentlich auch Open Data heißen muss, um eben Forschungsergebnisse benefizieren zu können, dass man ja, auch Autoren sozusagen für das anerkennt, was sie sozusagen an Daten, die hinter Publikationen liegen, einsetzen. Und eben diese Daten auch nachnutzbar sind. Das ist, denke ich, eben ganz wichtig, dass es uns eben auch besonders um die Daten geht, die in einem kleinen Ausschnitt für eine Publikation vielleicht wichtig sind, aber eben auch darüber hinaus weisen können. ZBMed ist schon lange im Bereich Open Access aktiv, eben seit 2003 mit dem Open Access Publikationsportal GMS. Und aber nun auch schon seit einigen Jahren sozusagen in der Open Data Bewegung. Seit 2009 ist ZBMed Mitglied bei DataCite und ist da DOI-Vergabestelle im Bereich der Lebenswissenschaften für Forschungsdaten, aber eben auch digitale Inhalte sonst aus dem akademischen Bereich. Und seit 2013 ist die ZBMed Mitglied bei Dryad. Ja, nochmal ganz kurz zu German Medical Science, weil da auch tatsächlich sozusagen der faktische Einsatz eben dieser Kooperation mit Dryad, neben dem, dass die Mitgliedschaft natürlich auch darüber hinausweisen kann, besteht. Ja, ist ein, das Publikationsportal eben seit 2003, aber auch mit einem umfassenden Publikationsservice, den wir allerdings mit ja, durchaus ja, für so einen Verlag kleinen Mitteln dann eben auch bereitstellen. Die Initiative für GMS kam aus der Wissenschaft, von der Arbeitsgemeinschaft der wissenschaftlichen medizinischen Forschungsgesellschaften, die damals eben an die ZBMed herangetreten sind. Und wir haben dann gemeinsam mit dem DIMDI eben dieses Portal und den Redaktionsservice entwickelt. Auf GMS kann man Fachzeitschriften, aber auch Kongress-Abstracts
Berichte, also Kongressberichte, eben auch Forschungsberichte und demnächst auch Bücher. Dazu gab es ja gestern auch schon einen Vortrag veröffentlichen. Für die Dwight-Kooperation sind da jetzt eigentlich, ist aber nur der Bereich der Zeitschriften relevant, deswegen wird es darum dann jetzt auch umgehen. Wir haben zurzeit 15 laufende Zeitschriften und bei uns ist eben das Prinzip, dass wir Open Access nicht auf Basis von Publikationsgebühren, die die Autoren leisten, refinanzieren, wobei man eben auch sagen muss, wir sind eben Non-Profit und letztlich auch mit einer nur geringen Kostendeckung, aber eben die herausgebenden Fachgesellschaften, also sozusagen bei Zeitschriften oder eben auch bei Kongressen, beteiligen sich eben mit Publikationsgebühren an den Kosten. Aber wir sind jetzt bei einem Standardpreis für einen Artikel eben mit vollem Redaktionsservice von 300 Euro. Bei Embo war gestern mal gefallen, dass wenn man das auf Open Access umstellen würde, man 7.000, ich weiß gar nicht, ob es jetzt Dollar oder Euro waren, aber das sind natürlich dann schon andere Summen, auch wenn man natürlich bedenken muss, dass es bei uns eben nicht mal kostendeckend ist und da sicherlich dann auch bedeutende Einnahmen erzielt werden. Ja, Dwight ist auch eine Sonderform eines Forschungsdatenrepositoriums, weil in Dwight eben nicht Forschungsdaten sozusagen einfach unabhängig abgelegt werden können, sondern tatsächlich nur Forschungsdaten, die im Zusammenhang mit Publikationen stehen, veröffentlicht werden können. Die Daten bekommen dann eben einen DOI. Und die Besonderheit eben durch diese zwingende Verknüpfung zu einer Publikation gibt es eben immer eine Cross-Referenzierung zwischen dem Zeitschriftenartikel und dem zugehörigen Datensatz. Das heißt eben sozusagen von beiden Seiten verlinkt man eben darauf. Bei Dwight werden Forschungsdaten grundsätzlich unter einer CC-BY-Lizenz veröffentlicht. Dwight gewährleistet die Langzeitarchivierung der Daten und erstellt auch Nutzungsstatistiken, die auch sozusagen auf der Seite öffentlich zugänglich sind. Eine Besonderheit bei Dwight, die eben auch aus dieser Verknüpfung Zeitschriftenartikel Forschungsdaten herrührt, ist eben die Submission Integration, die es ermöglicht, dass Autoren eine vereinfachte Metadateneingabe dann bei Dwight haben und eben auch die Daten fürs Web bereitgestellt werden können, die bei Dwight hochgeladen werden. Besonderheit vielleicht auch noch bei Dwight, dass es durchaus auch möglich ist, dort Daten mit Embargo-Frist zu veröffentlichen. Zum Verlauf der Kooperation mit Dwight. Im Juni 2012 hat man der ZBMed entschieden, dass wir mit Dwight kooperieren wollen. Das heißt eben, dass wir sozusagen Forschungsdaten, die zu Artikeln gehören, jetzt eben bei Dwight ablegen wollen. Es gab zuvor eine eigentlich, dann langsam sicherlich etwas unzulängliche Möglichkeit bei GMS. Zum einen natürlich, dass wir in Artikeln, Abbildungen, Tabellen und sowas hat, aber sonst eben die Möglichkeit von Anhängen, die, bei denen man grundsätzlich auch Verschiedenes dann eben anhängen konnte, aber immer mit dem Nachteil, dass solche Forschungsdaten, wenn es denn Forschungsdaten waren, richtige, das ist natürlich immer die Frage, was für Forschungsdatenbegriff, liegt man zugrunde, aber sozusagen echte Daten hatten wir bis zu dem Zeitpunkt eigentlich auch nicht. Sondern wenn dann vielleicht mal ein Video, aber viel eben auch wirklich Textanhänge. Aber eben diese Anhänge sind natürlich nicht eigenständig zitierbar, was eben natürlich für eine Nachnutzbarkeit dann eigentlich nicht sinnvoll ist, sondern wenn man eben sagt, illustriert nur eine Publikation, dann ist das okay, aber da sah man jetzt halt die Notwendigkeit, darüber hinaus etwas zu entwickeln. In den Monaten nach der Entscheidung wurden dann verschiedene Vorbereitungen getroffen. Es mussten im Manuskriptverwaltungssystem und auch im Publikationssystem eben sozusagen da Anpassungen vorgenommen werden. Im Publikationssystem war das nicht relativ einfach, wie das in der Manuskriptverwaltung dann aussah. Das zeige ich dann nachher auch noch im Einzelnen, was da alles für Elemente gibt. Und wir haben das natürlich dann eben auch getestet.
Und im Januar 2013 haben wir dann tatsächlich mit dem ersten Journal begonnen. Das ist das interdisziplinäre GMS-Journal, was eben auch das erste Journal bei GMS war. Und wo wir halt den Vorteil haben, dass wir halt sozusagen das redaktionell komplett betreuen, also auch das Revenue steuern. Und da haben wir sozusagen, da testen wir eben erstmal aus, wie das funktioniert. Im Juni 2013 ist dann eine weitere Zeitschrift hinzugekommen, die GMS Medizinische Informatik, Biometrie und Epidemiologie. Eben auch aus dem Grund, weil das natürlich sozusagen ein Fachzuschnitt ist, der natürlich ganz gut geeignet ist, dann eben auch wirklich Forschungsdaten zu liefern. Ja, im Jahr 2013 hat dann sich auch bei Dwight das mit dem Geschäftsmodell etwas entwickelt, sodass wir dann eben im September dann da auch tätig werden mussten. Und dann ist die ZPMed eben Mitglied geworden, das durchaus eben auch als eine politische Entscheidung nochmal pro Open Access, aber eben auch noch mit einer gewissen Preisreduktion für eben Publikationen verbunden. Und wir haben eben im September dann auch einen Pricing Plan abgeschlossen, der eben vorsieht, dass sozusagen die ZPMed einen Vertrag mit Dwight hat über die Kostenübernahme für eben Datenuploads bei Dwight. Und bei uns ist eben auch die Besonderheit, dass wir das eben jetzt tatsächlich sponsern und nicht irgendwie in die Publikationsgebühren dann später irgendwie wieder da noch einrichten. Im September 2013 gab es dann auch die erste Datenveröffentlichung bei Dwight und ja, Ende des Jahres haben wir dann eben auch noch mit unseren weiteren Herausgebern gesprochen und haben dann 9 weitere Zeitschriften zum Jahr 2014 in die Zusammenarbeit integriert. Ja, zu den Konditionen bei Dwight, da gibt es halt verschiedene Möglichkeiten, die sich durchaus auch ein bisschen danach richten, was für einen Umfang an Datenpublikationen man eben hat. Wir haben uns für den Deferred Payment Plan entschieden, bei dem man eben sozusagen nur einen einjährigen Vertrag abschließt, aber eben sozusagen noch nicht klar ist, wie viele Publikationen damit dann eben wirklich verbunden sind. Es gibt eben andere Bereiche, die sind dann eben auch günstiger. Auch für eine Zeitschrift, die sehr viele Daten hätte, könnte man eben sagen, wir bezahlen halt pro Artikel, das wäre für uns beispielsweise, da wir gar nicht so viele Artikel haben, die jetzt so aus dem datenbasierten Feld kommen, dann eben auch uninteressant. Diese Preise gelten eben immer nur für wirklich publizierte Datenpakete, also sozusagen, dass erstmal überhaupt nur ein Datenpaket hochgeladen wird. Dadurch entstehen noch keine Kosten. Und für Datenpakete von mehr als 10 GB entstehen zusätzliche Kosten. So, das ist jetzt eigentlich so ein bisschen der Kern meines Vortrags, wie wir das wirklich workflow-mäßig mit Dwight eingerichtet haben. Da sind also durchaus eben auch jetzt GMS-Besonderheiten. Wenn also ein Autor bei einer GMS-Zeitschrift im Manuskriptverwaltungssystem einreicht, kommt am Ende der Einreichung eine Abfrage, Datenhinterlegung bei Dwight geplant. Das war eben so, was wir beispielsweise dann eben neu eingerichtet haben. Ich weiß nicht, das kann man wahrscheinlich auf den meisten Plätzen nicht erkennen. Die ist relativ kurz, enthält ein paar Links zu Dwight, eben Informationen sozusagen, dass wir uns überhaupt für Open Data auch einsetzen, dass der Vorteil eben ist, dass die Metadateneingabe vereinfacht ist und dass die ZPMed eben die Kosten übernimmt, was ja eben ganz wichtig ist. Und wir haben eine Voreinstellung, dass eben sozusagen eine Bereitschaft besteht, Daten bei Dwight abzulegen und man kann aber sozusagen da auch Nein sagen und wir bitten dann darum, aber in einem Freitextfeld Gründe zu nennen. Ja, wenn jetzt tatsächlich also da ein Autor die Absicht bestätigt, Daten bei Dwight abzulegen, dann bekommt Dwight eine automatische Mail mit den Metadaten des Manuskripts und erzeugt daraufhin einen provisorischen Eintrag. Und der Autor bekommt eine automatische Mail, in der eben nochmal zum Datenupload eingeladen wird, nochmal mit ein paar zusätzlichen Informationen und in denen auch der Link eben zu diesem provisorischen Eintrag bei Dwight enthalten ist. So, wenn jetzt tatsächlich der Autor dann Daten bei Dwight hochlädt, wird eine vorläufige DOI von Dwight erzeugt.
Und diese und eben ein Passcode für die Webview, also im Prinzip ein Zugangslink zu den Daten, wird an die Zeitschrift gesendet. Und ja, wenn das Manuskript dann im Review-Prozess ist, haben die Reviewer Zugriff auf die Forschungsdaten und können die mitbegutachten. So, wenn nun jetzt tatsächlich das Manuskript angenommen wird, wird Dwight darüber informiert, natürlich auch, wenn das eben nicht der Fall ist, dann würde der Workflow aber an dieser Stelle enden. Es ist aber eine Besonderheit, dass bei Dwight auch Datenpakete, die hochgeladen wurden, wo eben dann sozusagen klar ist, das wurde abgelehnt, noch ein Jahr im System verbleiben und gegebenenfalls auch mit einer anderen Publikation verknüpft werden können. Wenn nun aber jetzt die Annahme bestätigt ist, dann prüft Dwight die Daten, also so ist es im Workflow bei Dwight vorgesehen. Wir haben schon die Erfahrung gemacht, dass die durchaus auch vorher schon prüfen, was ja durchaus eben auch Sinn macht. Und ja, wenn wir dann von Dwight sozusagen da das Okay bekommen, können wir den Artikel eben mit Hinweis auf die Daten und die Dwight-DOI publizieren. Und im Prinzip soll eigentlich zeitgleich dann Dwight eben auch die Daten mit dem Link zum Artikel publizieren. So. Nun jetzt eine beispielhafte Datenveröffentlichung bei Dwight aus. Das ist jetzt eine Simulation. Es gibt eine README-Datei, in der eben noch beschrieben ist, wie man mit den Daten umgehen soll. Und bei diesem Datensatz sieht man jetzt da sozusagen markiert den Verweis auf eben die Publikation eben in dem GMS-Journal GMS-Liebe. So sieht das dann auf der, also in dem Artikel, der in der Zeitschrift publiziert aus. Da gibt es unten eben einen Bereich, in dem sozusagen auf die Daten hingewiesen wird, eben auch mit der DOI. Und wir führen das auch immer sozusagen in der Liste der References eben als Publikation auf, was ja eben auch wichtig ist, eben eine Datenpublikation. Ja, ich frage es natürlich, wie wird das jetzt alles so angenommen? Workflow steht. Es ist einmal natürlich die Frage, wie sehen das die Herausgeber der Zeitschriften? Es ist jetzt eben so, dass sich 11 von 15 Zeitschriften an der Kooperation beteiligen. Dabei kamen drei Zeitschriften eigentlich sozusagen von vornherein nicht in Frage, weil zwei nicht peer-reviewed, also ein Mitteilungsblatt und eine sozusagen Zeitschrift mit Postern zu einer Konferenz. Und eine dritte, die nur Übersichtsartikel, also Literaturauswertung, publiziert, also wo sozusagen auch naturgemäß eigentlich keine Forschungsdaten anfallen. Der vierte Fall war ein Report Journal, wo sozusagen der Herausgeber dann selber entschieden hat, dass er es eigentlich befürworten würde, wenn die Daten immer innerhalb der Publikation bleiben und dass er jetzt auch denkt, dass keine sozusagen so sehr für eine Nachnutzung relevanten Daten da kommen, dass man die immer an anderer Stelle ablegen soll. Ja, von den 11 Zeitschriften, die sich aber beteiligen, nutzen 8 diese Submission Integration, wie man das eben jetzt sozusagen in dem Workflow gesehen hat. 3 können die eben nicht nutzen, weil die sozusagen nie unser Manuskriptverwaltungssystem benutzt haben. Da besteht aber auch die Möglichkeit, dass die an der Kooperation teilnehmen. Da entfällt dann eben sozusagen diese vereinfachte Metadateneingabe und sozusagen diese automatisierten Prozesse. Grundsätzlich ist es aber mit etwas mehr Aufwand auch möglich, sozusagen die Zeitschrift bei Dwight auszuwählen und dazu Forschungsdaten dann hochzuladen. Da haben wir jetzt allerdings auch noch kein Beispiel. Bei den Herausgebern bestand eher so ein bisschen abwartendes Interesse. Es war natürlich auch grundsätzlich so, dass eigentlich wir dieses Angebot aus einem eigenen Engagement für Open Data herausgerichtet haben und nicht, weil jetzt sozusagen vorher irgendwie Herausgeber gesagt haben, wir empfinden die Möglichkeiten da als unzulänglich und erwarten uns da eben irgendwie was. Und zum Teil wurde auch schon der Vorbehalt geäußert, dass man erstmal auf jeden Fall nur teilnehmen würde, solange eben die Kostenübernahme durch die ZBMED weiter gesichert wird.
Ja, wie sieht es bei den Autoren aus? Also auf diese Abfrage zu Beginn sagen 59% der Autoren, ja, ich beabsichtige, Daten bei Dwight abzulegen, und nur 41% nein. Von denen, die da nein sagen, also wir haben ja dieses Freitextfeld, wir haben aber eigentlich relativ gut diese Antworten gruppieren können, kann man eigentlich sagen, bei 40% ist sozusagen die Antwort, wir haben keine Daten oder wir haben halt keine Daten, die über das hinausgehen, was in der Publikation enthalten ist. Über 20% haben Einwände in Bezug auf Datenschutz, ethische Einwände, also meistens eben das Patientendaten betroffen, für die eben keine Freigabe oder die man eben dann so auch nicht bereitstellen kann. Die dritthäufigste Antwort ist dann eigentlich auch schon so dieses, man ist nicht vertraut mit Datenupload oder man kennt Dwight nicht, also da durchaus eben auch konkrete Informationsdefizite. Und dann nochmal etwas, was häufiger kommt, sozusagen eben, wir würden die Daten später veröffentlichen. Teilweise auch sozusagen durchaus mit dem Zusatz, auch erst nach Annahme. Da ist natürlich immer das Problem, wenn die einmal Nein wählen, ist diese Submission Integration damit sozusagen nicht mehr möglich. Wenn also tatsächlich eine spätere Veröffentlichung bei Dwight, dann müsste das eben wieder auf diesen sozusagen manuellen Wege geschehen. Ja, die anderen Gründe sind dann eigentlich eher nur vereinzelt und kann man hoffentlich erkennen. Von 149 Manuskripten, die eingereicht wurden jetzt in dieser Zeit, das ist natürlich eben unterschiedlich, weil manche Zeitschriften eben länger dabei sind als andere, gab es eben 88 Mal Ja der Autoren. Von denen wurden 18 Manuskripte zur Publikation angenommen. Wir haben aber nur 3 Datenveröffentlichungen bei Dwight. Dabei ist auch noch zu merken, dass das jeweils so war, dass die Daten erst hochgeladen wurden, nachdem der Artikel angenommen wurde. Also von diesen 3 Datenveröffentlichungen sind die praktisch nicht die Daten wirklich durch das Peer Review gegangen. Also wurde dann natürlich vom Herausgeber entschieden, dass die Daten so auch veröffentlicht werden können. Aber sozusagen die entsprachen jetzt gar nicht dem vorgesehenen Workflow. Wir haben jetzt allerdings im letzten Monat das erste Mal einen Datenupload sozusagen tatsächlich kurz nach der Einreichung, sodass jetzt eben auch mal Daten ins Review gehen können und wir das erste Mal auch sozusagen diesen Workflow in echt dann mal durchspielen können. Ja, das Fazit ist, das kann man natürlich sagen, die Nutzung von Dwight ist bisher eher gering, aber man muss sich natürlich auch immer fragen, wenn man denkt, es gab jetzt sozusagen eigentlich vorher keinen Wunsch von Autoren oder Herausgebern zu sagen, wir wollen da was, sondern es ist eigentlich eine vielleicht auch eben politisch motivierte Initiative, dass wir eben sagen, wir wollen das eben ermöglichen. Von dem her sind vielleicht auch 3 Datenveröffentlichungen gar nicht so schlecht zu sehen. Und darauf kann man natürlich eben auch aufbauen. Wir haben uns aber natürlich auch überlegt, womit man das sozusagen noch verbessern kann. Und wollen zum einen diese Abfrage in der Manuskriptverwaltung durchaus nochmal überarbeiten, weil an der natürlich eben auch viel hängt. Wir haben ja sozusagen zum einen das Problem, dass viele Ja drücken und eben faktisch dann doch eigentlich gar keine Daten zur Verfügung stellen. Auf der anderen Seite haben wir natürlich eben auch ein paar Neins, die vielleicht gar nicht irgendwie Nein wählen müssten. Das heißt, man müsste da eben einfach noch mehr Informationen. Da man aber natürlich so eine Abfrage auch nicht total überfrachten kann, muss man eben schauen, dass man an anderer Stelle eben auch da mehr informiert. Bei der ZBMed ist jetzt auch eine Publikationsberatung insgesamt im Aufbau und da sind Forschungsdaten natürlich auch ein wichtiger Bereich. Und auf diese Informationen werden wir sicherlich sozusagen, was jetzt auch so im allgemeinen Kontext Forschungsdaten angeht, dann sicherlich eben auch verweisen. Wir wollen aber eben auch für GMS eine Datenpolicy erstellen, in der wir auch durchaus versuchen wollen, so ein bisschen Anregungen zu geben, mit was für einem Datenverständnis
wir sozusagen da jetzt vielleicht auch umgehen wollen, weil das ist ja sozusagen jetzt auch relativ breit. Also es gab auch immer mal Fragen des Autoren, auch so meinen, was meinen Sie mit Daten? Also die Autoren sind halt auch häufig einfach gar nicht so, ja, dass man merkt, die haben sich damit noch nicht so auseinandergesetzt. Und dass man eben auch vielleicht so Vorschläge macht, was gehört dann wirklich eher innerhalb eines Artikels und wofür ist es eben sinnvoll, auch Dryad als Repositorium zu nutzen. Wir wollen aber auch ein Tutorial zu Dryad machen, um eben auch tatsächlich so diese Ängste, wir kennen das System nicht und haben keine Ahnung, wie das mit dem Datenupload läuft, auf jeden Fall solche Ängste dann auch entgegenzustellen. Was noch so ein bisschen fraglich ist, wo wir vielleicht auch auf Diskussionsbeiträge hoffen, inwiefern so eine systematische Ansprache der Autoren sinnvoll ist. Also wir machen das jetzt natürlich auch vereinzelt, wenn wir den Eindruck haben, da sind Daten, es ist jetzt vielleicht nicht ein Fehler, also wir haben durchaus auch den Verdacht, dass eben viele einfach eben Ja wählen, weil es am Ende der Einreichung ist und dann ja auch keine weiteren Folgen sozusagen kommen, sondern dann hat man sozusagen erfolgreich eingereicht und wir dann im Prinzip an so einem Artikel irgendwann auch sehen, es gibt da eigentlich auch gar keine Daten, die man jetzt zwingend aus so einem Artikel rauslösen müsste. Aber es gibt natürlich eben auch die anderen Fälle und das sozusagen wirklich zu konzeptionalisieren und nicht zu sagen, ja, man macht das so nach eigenem Eindruck und Gefühl und dann natürlich auch die Frage, zu welchem Zeitpunkt ist das sinnvoll, weil eigentlich würden wir natürlich auch gerne dafür sorgen, dass die Daten eben wirklich durchs Review gehen, dass man also natürlich auch früh anspricht, dass sozusagen die ja eigentlich hochgeladen werden sollte, aber wir kennen ja auch schon diesen Einwand, dass es eben genau Leute gibt, die eben es lieber später wollen. Ich glaube, den Bereich werde ich dann einfach ein bisschen abkürzen mit den Nutzungszahlen, wenn es jetzt mit der Zeit knapp ist. Wir haben nämlich durchaus mal versucht zu gucken, ob man so eine These bestätigen kann, dass sozusagen Datenveröffentlichungen sozusagen Zugriffe auf einen Artikel steigern. Das ist natürlich insofern bei so jetzt eigentlich zwei Datenveröffentlichungen, die etwas länger her sind, für die man das überhaupt betrachten kann, natürlich eh vielleicht eine bisschen müßige Übung. Man kann aber sagen, eine wirklich signifikant positive Korrelation konnten wir nicht feststellen. Also je nachdem, was man auswählt als Vergleichsmuster, kann man das herbeiführen, aber das ist also, was die Zugriffe angeht, schon problematisch, vielleicht leicht positiv. Und wenn man jetzt nochmal so andere Impact-Maße über Impact-Story, da muss man eigentlich sagen, lässt sich das gar nicht nachweisen. Vorläufiges Fazit der Kooperation mit Dryad. Ist natürlich ein etablierter Partner, mit dem auch viele Verlage zusammenarbeiten, der international aufgestellt ist und durchaus bekannt. Der Support läuft gut und die verbreiten auch die Daten durchaus gut. So im Workflow gibt es aber durchaus einige Probleme, weil beispielsweise die Metadaten nur durch Dryad aktualisiert werden können und unser Manuskriptverwaltungssystem eigentlich nicht vorsieht, dass wir dort Änderungen der Metadaten nach der Einreichung überhaupt festhalten. Und wir hatten jetzt auch Probleme, dass die Daten ja doch mit Zeitverzögerung, also eigentlich erst auf Nachfrage dann veröffentlicht wurden, weil scheinbar eben dieser eigentlich automatisch angelegte Prozess dann doch nicht funktioniert hatte. Und was eben für uns auch relativ problematisch ist, dass eben Dryad nur englischsprachige Daten veröffentlicht und wir haben halt durchaus ja, rein deutschsprachige Zeitschriften, ja, das ist weniger, aber eben auch welche, die einzelne Beiträge so oder so haben, eben auch zweisprachig, also so, dass wir eigentlich uns da auch eine andere Spracheinstellung eigentlich natürlich günstiger wäre. Ja, ganz schnell der Ausblick. Die Kostenübernahme durch die ZBMed ist erstmal bis Ende 2015 gesichert und wir sehen aber momentan eigentlich auch es eher problematisch an, dass wenn man das sozusagen irgendwann nicht mehr machen würde, wäre es wahrscheinlich schwierig zu sagen, wir erhöhen die Publikationsgebühren und die Herausgeber müssten das dann eben weitertragen. Und Autorengebühren kommen ja sozusagen eigentlich bei uns nicht in Frage. Ja, ich wollte nur fürs Überziehen und danke für die Aufmerksamkeit.